Hallo, mein Name ist Eleanor. Ich bin das Kind reicher Eltern, aber dafür kann ich nichts. Wenn man so viel Geld hat wie ich, ist es gar nicht so einfach, es auf originelle Weise zu verpulvern. Manche fangen dann an, einen Rennstall zu finanzieren oder ein Sportteam oder fördern den Boxernachwuchs. Oh, aber ich wollte was ganz Ausgefallenes. Ich habe einen Bankräuber finanziert, den größten Bankräuber von Amerika, Walter Upjohn Ballantyne. Hey, Walter, willkommen, Baby. Was soll denn der Quatsch mit Baby? War gar nicht so leicht, ihn zu kriegen. Der Sträfling haut ab, aber wir wissen nichts mehr. Walter Upjohn Ballantyne. Unsere erste Begegnung war schon sehr temperamentvoll. Ballantyne ist ein Genie. Walter Ballantyne, das ist ein Mann. Vor allem wirkt er unwahrscheinlich auf Frauen. Möchten Sie etwas zu Ihrem Drink? Was kann man denn haben? Kaffee, Tee oder mich? Und als Ballantyne sich wieder mal für eine Bank interessierte, kam er zu dem genialen Schluss. Klauen wir gleich die ganze Bank. Und er hat sie wirklich geklaut. Eine der süßesten Banksachen, die du dir vorstellen kannst. Ballantyne überfällt die Bank nicht. Dazu ist er zu schlau. Er klaut sie einfach. Was ist denn passiert? Jungs, die haben die Bank geklaut. Eine Bank klauen, das gab es noch nie. Wann haben Sie die Bank zuletzt gesehen? Vor 20 Minuten vielleicht. Und jetzt ist sie weg? Ja, weg. Sind Sie verrückt? So haben Sie noch nie gelacht. Was ist denn das? Wir stehen mitten auf dem Bahngleis und da kommt ein Zug. Ist es nicht nur spannend, es ist auch ziemlich sexy. Ich hatte schon mal gesagt, dass ich Geschäft und Privatpipapo nicht miteinander verbinde. Das geht immer in die Hose. Das ist drin, Mr. Ballantyne. Eins steht jedenfalls fest. Der Film ist hochexplosiv.